Hallo zusammen, ich grüße euch. Ja Leute, ich befinde mich gerade am Dortmund Flughafen, denn ich bekomme Besuch, werden sicherlich einige von euch unschwer am Titel des Videos schon erkannt haben. Und zwar besucht mich der Jan aus München. Einige von euch werden den kennen, zumindest die Leute aus meiner Facebook-Gruppe. Der Jan hat auch einen eigenen YouTube-Kanal. Allerdings ist da momentan wenig los, weil er komplett am Neubauen ist. Aber dazu später mehr und ich denke mal, der Jan kann dann auch dazu was sagen. Der Flug sollte eigentlich schon um 17:55 in Dortmund sein, beziehungsweise landen, aber durch einen Schneesturm in München hat der Flug sich jetzt um 2 Stunden verspätet. Also ich tourne hier schon 1 Stunde am Flughafen rum. Ja, und ich hoffe jetzt, dass der um 19:55 pünktlich landet. Jo, und dann mal sehen, was wir so alles heute noch machen. Ich denke mal besonders viel nicht, weil der Tag ist ja auch schon fast um. Es ist spät abends, wo soll man hinfahren? Aber alles, was Jan und ich machen, werde ich im Video festhalten. Ich hoffe, das ist interessant für euch. Ich kann mir das durchaus ganz spannend vorstellen, weil der Jan auch einer ist, der wirklich Ahnung hat von der Materie, von Modellbahn. Wir besuchen noch jemanden, wir wollen morgen in die Stadt. All das möchte ich euch nicht vorenthalten und in diesem Video zeigen. Gut, dann wollen wir mal gucken, dass der Jan pünktlich landet und wenn der da ist, melde ich mich bei euch wieder. Bis gleich. Ja, ich befinde mich gerade auf der Aussichtsplattform von Dortmunder Flughafen. Ich wollte mir eigentlich eine rauchen, aber jetzt rauchen verboten. Komisch, wundert mich, aber egal, Leben geht weiter. Ja, ich will mal gucken, ob ich den Flieger von Jan einfange und versuche mich auch mal rein. So, ich bin jetzt in der Ankunftshalle und warte, dass der Jan rauskommt. Und sobald der Jan da ist, melde ich mich bei euch wieder. Ich zeige euch mal kurz, wie es hier aussieht in der Halle. Am besten so, weil ich habe keinen Bock, jetzt die Kamera zu drehen. Klein, aber feiner Flughafen. Ich kann mich noch daran erinnern, wo ich vor Jahren auf dem Flughafen war, also vor 10, 12 Jahren. Da bin ich nach Amsterdam geflogen, von Amsterdam dann nach Belfast. Da sind hier noch Propellermaschinen nur gestartet. Also das hat sich hier ganz schön entwickelt. Gut, Leute, ich melde mich wieder, sobald der Jan da ist. Bis gleich. Ja, er ist ja ein bisschen früher gelandet. Das waren jetzt so 20 Minuten früher, circa. Aber geplant war 19:55. Jetzt wartet er noch auf sein Gepäck. Er hat mir gerade geschrieben. Und jo, dann denke ich mal, ist der Tag dann auch erledigt. Ja, da ist der Jan schon. Er kommt durchs Dach. So, der Jan ist angekommen. Hallo Jan, grüß dich. Hallo, grüß dich. Ja, schön. War ja eine Tortur heute, ne? 2 Stunden Verspätung auf Flieger. 2 Stunden. Und wir hatten uns noch unterhalten, dass das mit der Bahn, glaube ich, nicht so gut wäre, sondern lieber mit dem Flieger, weil man da pünktlich ist, aber Pustekuchen. Das ist das Gegenteil, gell? Was war denn los bei euch in München? Schneesturm. Schneesturm, ja. Und ich glaube, das Wetter bringst du hierher. Das soll nämlich hier nämlich auch so werden. Na gut, wir fahren jetzt erstmal was zu essen holen und wir melden uns gleich wieder, wenn wir bei mir zu Hause sind. Bis gleich. Ja, und jetzt sind wir bei mir im Keller. Hallo Jan, nochmal, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Jan und ich kennen uns schon eine ganze Weile. Wir standen schon lange in Kontakt, hatten immer mal vor, uns zu treffen, aber die Entfernung München-Dortmund, das ist schon eine Nummer. Und ja, und dann habe ich ihn einfach mal nach Dortmund eingeladen. Er hat geguckt, wann es passt. Und ja, und heute war es soweit. Es passte und er ist vorbeigekommen. Ja, du hast auch einen YouTube-Kanal? Ja, einen kleinen. Ja, was heißt einen kleinen? Aber ich denke mal, das wird ein ganz großer. Wie heißt dein Kanal? Jans Modellbahnwelt. Jans Modellbahnwelt. Ja, wie ich schon sagte, du hast eine große Anlage gehabt, die hast du abgebaut. Richtig. Und baust jetzt wieder in Module. Ja, komplett. Alles in Module. Oder was besser gesagt, Segmente. Segmente, okay. Ja. Und wie weit bist du schon? Unterbau steht und die ersten 3 sind schon gebaut. Dann halte uns doch mal bald mal mit einem Video auf. Ja, das kommt. Weil ich möchte das auch mal sehen. In deine Gruppe bist du sehr aktiv. Ja. Jan hat doch eine eigene MOBA-Gruppe auf Facebook. Ich werde doch seinen Kanal noch unten in der Beschreibung verlinken. Ja, was haben Jan und ich vor? Erstmal hat er sich meine Eisenbahn angeguckt. Es geht, ne? Ist gar nicht so Rumpelbahn. Rumpelbahn sagt er mal. Ja, hat mir mal einer gesagt, dass ich eine Rumpelbahn hätte. Okay. Aber okay.
Jetzt haben wir ein bisschen gefachsimpelt, haben ein paar Züge fahren lassen. Ich habe auch den Jan was Tolles abgekauft. Da kommt später noch ein schönes Fahrvideo von. Aber nicht in diesem Video, das mache ich extra. Was haben wir noch vor, Jan? Morgen nach Dortmund, Innenstadt? Ja. Modellbahnläden abklappern? Nur mal gucken. Aber dabei wird es wohl nicht bleiben. Naja, ich kenne. Ja, ja. Ja, wir haben ja nur einen Modellbahnladen in Dortmund, beziehungsweise in der Innenstadt. Außerhalb, so in den Vororten, sind noch zwei. Ja, da wollen wir über den Weihnachtsmarkt gehen. Und abends fahren wir noch nach dem Frank. Also das ist der Frank von den Kanal Fisch, Moppets, Eisenbahn. Da wollen wir auch mal ein bisschen gucken. Die Märklin-Anlage, oder? Die Märklin-Anlage, genau. Und der hatte dich ja gefragt, ob du ihm bei was helfen könntest oder zumindest mit Rat und Tat zur Seite stehst. Das kommt auch in diesem Video. Ja, und wenn alles gut geht, das Wetter mitspielt und ich Auto habe oder beziehungsweise einen Fahrer, wollen wir am Sonntag noch zu einer Modellbahnbörse. Problem bei mir ist nur, Auto habe ich, aber die Frau ist arbeiten und die muss bis 14 Uhr arbeiten. Die Börse geht nur bis 16 Uhr und außerdem fliegt der Jan am Sonntag wieder um 18 Uhr war das, 18 Uhr, ne? 18 Uhr nach Hause, das heißt, er muss eine Stunde vorher da sein, einchecken. Da müssten wir schon früh los. Und da kann ich nur hoffen, dass das Wetter mitspielt und vor allen Dingen meine Frau pünktlich nach Hause kommt oder früh nach Hause kommt oder jemand mitkommt. Ich hoffe mal, der Frank, der weiß nämlich noch nichts von seinem Glück. Ja, beziehungsweise, ich habe das schon mal angekurbelt, aber wollen wir mal gucken. Dann werde ich da sicherlich auch ein paar Aufnahmen machen. Ja, das war es jetzt auch schon eigentlich im Großen und Ganzen. Morgen sind wir auch nochmal im Keller. Dann machen wir vielleicht ein kleines Fahrvideo, was wir euch zeigen werden. Aber das Hauptfahrvideo, also beziehungsweise mit dem Teil, was ich den Jan abgekauft habe, das kommt separat. Gut, hast du noch was zu sagen? Eigentlich nicht. Ja, gut. Es wird ein schönes Wochenende, das denke ich mal. Das denke ich mal auch, ja. Ja, leider heute mit 2 Stunden Verspätung. Ja. Das war ja auch so ein Ding, weil so ein Schneesturm da war in München. Ja, und der hat das Wetter mit hierher gebracht. Jetzt ist es hier nämlich am Schlein, wie Hulle. Bleibt richtig liegen. Und in Dortmund ist das halt ein bisschen anders als in München. In Dortmund ist ein Katastrophenalarm. Da läuft nämlich gar nichts mehr. Da kommen die noch niemals richtig raus mit ihren Fahrzeugen und streuen die Straße. Oder sind da völlig mit überfordert. Da sind die, glaube ich, in Bayern ein bisschen besser drauf gewappnet. Ja, das sind ein bisschen mehr gewöhnt. Ja, weil das ja jedes Jahr bei euch da ist. Und hier ist ja, weiß ich nicht, letztes Jahr kann ich mich gar nicht erinnern, dass hier richtig Schnee lag. Oder mal ganz kurz und dann ist es nach einem Tag weg gewesen. Naja, mal abwarten. Gut, Leute, das war's erstmal für heute. Ich melde mich morgen wieder. Bis gleich. Oder bis dann. Ja, guten Morgen. So, der erste Tag ist angebrochen. Der Jan und ich machen uns jetzt auf den Weg in der Dortmunder Innenstadt. Ich will Ihnen mal ein bisschen Dortmund zeigen. Die M-Toys liegt an, haben wir ja gestern schon gesagt. Ja, genau. Dann trinken wir was auf dem Weihnachtsmarkt, entweder einen Glühwein. Ich denke, bei mir wird es wohl nur Honigmilch sein. Vielleicht geht auch noch halbe Bier. Ja, ich wohl eher nicht, leider. Ja, und dann mache ich ein paar Aufnahmen noch in der Stadt. Und wie gesagt, auch heute Abend fahren wir ja zum Fischmoppet. Also Frank von dem Kanal Fisch, Moppets, Eisenbahn. Da nehme ich auch natürlich was auf. Ja, und wenn wir in der Stadt sind, melde ich mich gleich wieder. Ich sag mal, bis gleich. Ja, Leute, wir waren in DM-Toys, war nix, wa? Na, nicht wirklich. DDR-Wochen, da war nix da, ausverkauft. ja, irgendwie, sie hatten viele Sachen da, aber nicht unbedingt das, was ich haben wollte. Und ja, es ist ja so, wenn man im Laden drin ist, ich könnte ja kaufen ohne Ende, aber man muss ja auch mal die Kirche im Dorf lassen. Das, was ich haben wollte, hatten sie nicht da. Und ja, dann wollen wir mal gucken, ob wir morgen auf die Börse fahren. Ne? Da wird sich vielleicht das eine oder andere finden. Ja, ja, da werde ich sicherlich was finden auf der Börse. Und vor allen Dingen, mir ist aufgefallen, ich habe im November nach einem Artikel geguckt, der hat 134 Euro gekostet. Und habe im Dezember jetzt nochmal geguckt, derselbe Artikel 149 Euro. Also das ist ja schon ein Ding. Haben sie zu Weihnachten die Preise richtig schön hochgeschraubt. Finde ich nicht ganz in Ordnung. Aber gut, so ist die freie Marktwirtschaft. Wir machen uns jetzt auf dem Weg noch auf dem Weihnachtsmarkt wohl und der Frau noch eine kleine Überraschung holen. Mal gucken. Ne? Mal gucken. Ja, meine hat auch gesagt, die soll ja was Schönes mitbringen. Ja, ich will hoffen, dass ich morgen mit Jan auf die Börse fahren kann, weil ihr seht ja selber im Hintergrund, es schneit und dann ist in Dortmund Katastrophe. Naja, gut, ich melde mich gleich wieder vom Weihnachtsmarkt. Bis gleich. Aber ich sage dir noch mal, 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 ich sage
So, jetzt ist hier voll am Schneien in Dortmund. Wir trinken eine Honigmilch, kein Glühwein, ne Jan? Erstmal nee, ist es so früh und ja. Ist auch nicht unser Ding, ne? Ja. Ja, ich zeige euch jetzt so einen kleinen Eindruck von Dortmunder Weihnachtsmarkt und ja, wird nicht viel sein. Nervt euch auch nicht lange damit. Aber da, vielleicht interessiert das ja den einen oder anderen. Und wenn ich das gemacht habe oder wenn wir über den Weihnachtsmarkt gegangen sind, dann später melde ich mich sicherlich dann von dem Frank. Da wird es interessanter, glaube ich. Danke. Ne? Ja. Okay. Ja, Leute, das ist der größte Weihnachtsbaum der Welt angeblich. Also ist ja sowieso ein Fake, der besteht ja aus verschiedenen Tannen. Er steht bei uns in Dortmund. Ja, wollte ich euch nur mal zeigen. Ja, Jan, da bist du neidisch, wa? Ja. Auch das Ding hast du in München nicht, ne? Na, hab ich nicht. Aber dafür ein Hofbräuhaus. Das stimmt. Mit der Bierplörre. Wenn man dann, ah, das Plörre. Das ist ja, ja Wasser. Ist das. Ja, ja. Ja, gut, Leute. Ich melde mich gleich nochmal und zeige euch noch ein bisschen ein paar Eindrücke von dem Weihnachtsmarkt. Ja, das war jetzt nicht sonderlich viel von dem Weihnachtsmarkt. Es geht ja auch hier nicht um den Weihnachtsmarkt, es geht ja schließlich um Modellbahn und ich wollte euch ja meinen Besuch vorstellen. Aber ich hoffe, ihr konntet trotzdem mal einen kleinen Eindruck bekommen von Dortmunder Weihnachtsmarkt. Wir gehen jetzt so ein bisschen in die Stadt. Seine Frau hat gesagt, er soll ihr was Schönes mitbringen. Meine komischerweise genau dasselbe. Ja. Und jetzt gucken wir mal, ob wir was finden. Und ja, dann melden wir uns dann später wieder, wenn wir bei mir zu Hause sind. Bis denn. So Leute, nach den Abenteuerstadt sind wir wieder zu Hause. Wir haben jetzt einen Kaffee getrunken. Meine Frau macht uns was zu essen. Und Jan, wie hat dir Dortmund gefallen? Die Innenstadt war gut, bloß Wetter hat nicht so gepasst. Ja, du bist das ja eigentlich gewohnt hier, was Schnee angeht. Ja, aber draußen rumlaufen ist dann auch nicht so angenehm. Da habe ich ein Weichei aus München zu Besuch gehabt. Ja, genau. Naja, jetzt quatschen wir noch ein bisschen und gucken auch noch etwas Fußball. Ich hoffe mal, die Dortmunder gewinnen heute. Es ist unbedingt Pflicht zu gewinnen. Ja, und wenn wir gegessen haben und Fußball geguckt haben, machen wir uns auf den Weg nach Frank. Und von Frank aus melde ich mich nochmal. Bis denne. Hallo zusammen, jetzt sind wir bei dem Frank, wie ich es angekündigt habe. Hallo Frank. Hallo. Schönen Dank, dass du uns eingeladen hast. Keine Ursache, danke fürs Kommen. Ja. Immer, wir hatten ja sowieso vor, da mal was zu machen. Da kommt auch sicherlich in absehbarer Zeit noch mehr, mal ein Gemeinschaftsprojekt, was wir vorhaben. Ja, wir sind auch nicht heute ohne Grund hier. Und zwar, der Frank hat ein Problem, wo ihn der Jan bei helfen soll. Frank, magst du kurz erklären, was das Problem ist? Ja, ich wollte ja die Weichen analog steuern und habe mir dazu eine Schublade anfertigen lassen. Und da muss irgendwie ein Gleisplan drauf, dass ich dort gescheit dann die LEDs und auch Schalter entsprechend anbringen kann. Ja, also es geht jetzt quasi um den Gleisplan, den du da drauf kriegst. Genau. Und da ist der Jan ja ein Experte drin oder zumindest kennt sich... Also ich versuche mich auszukennen, aber der Gleisplan ist schon fertig, aber jetzt müssen wir es nur noch realisieren, 1:1 umsetzen. Genau. Da gucken wir mal. Ja Leute, was wir dann hier genau machen und was sie dann noch alles besprechen und dann will ich ja natürlich auch Frank seine Anlage zeigen, das seht ihr im nächsten Video, weil ich glaube, ich bin jetzt schon bei 20 Minuten, das sollte reichen. Also seid gespannt, ihr habt jetzt die Erklärung bekommen, was anliegt hier bei Frank und auch noch ein kleines Fahrvideo bei mir. Ich denke mal, meine Neuvorstellung wird auch in den nächsten Video kommen, das mache ich dann doch nicht separat. Aber lasst euch überraschen, ich hoffe, ihr seid beim zweiten Teil dabei. Bis bald, euer Dortmunder Junge.